Travel-Journal GmbH. Ein Team erfahrener Spezialisten für Webseitenerstellung. Eine Homepage als Marketinginstrument ist heute unverzichtbar. Mit kreativen Ideen, wirtschaftlichen Konzepten, kompetenter Beratung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Ihr Ansprechpartner. Das ist RTV Kompakt am Mittwoch. Kreativ gesägt, Holzfiguren für Gelenau, fein geprägt, Münzsammler zu Gast in Montanregion und neu gedreht, Nachrichten und Erzgebirgsbilder. Glück auf Erzgebirge! Begeben wir uns auf eine neuerliche Reise durch die Region. Wir werden dabei auf manch Neues stoßen. Zuerst in Gelenau. Nicht neu ist dort das Wildgehege, das sich in Nachbarschaft zum Gelenauer Freibad befindet. Mit seinem Dammwild lockt es gerade jetzt im Frühjahr immer wieder Spaziergänger an. Um das 4 Hektar große Wildgehege führt ein Wanderweg. Mehrere Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein. Eine weitere rustikale Bank aus Holz wird bald dazukommen. Sie ist am vergangenen Wochenende entstanden und war längst nicht alles, was an neuen Blickfängen in Gelenau wartet. Gerald Nözel hat sich umgeschaut. 11 Teilnehmer stellten sich in Gelenau beim 4. Kettensägen-Event der Herausforderung, aus einem groben Eichenklotz das Gewünschte herauszusägen. Und so entstanden auf dem Rathausplatz an einem Wochenende unter den scharfen Hobelzähnen der Kettensägen Tiere, Figuren, Bänke und vieles mehr. Abseits der Arbeitsbühnen herrschte bei schönstem Wetter Volksfeststimmung. Herzhaftes aus Topf und Pfanne wurde geboten und für Kinder stand eine Hüpfburg bereit. Auf einem kleinen Handwerkermarkt wurden Holzkunst und Kerzen angeboten. Außerdem konnte der Besucher dem Korbmacher Norbert Grimm über die Schulter sehen und einiges über dieses alte Handwerk in Erfahrung bringen. Das alles unter den lautstarken Geräuschen der Kettensägen. In diesem Jahr war auch wieder die Österreicherin Edith Plazotta angereist. Wie im letzten Jahr hatte sie erneut die weiteste Anreise aller Teilnehmer. Unter ihren geschickten Händen entstanden 2 Blumenmädchen. Neben Figuren entstanden in diesem Jahr auch zahlreiche Tiere für das Wildgehege in Gelenau. Dammwild stand im Mittelpunkt. Dafür hatten Falk Germann aus Mittelbach, Tino Schubert aus Gelenau und Uwe Dämmrich aus Ehrenfriedersdorf zum Werkzeug gegriffen. Für den Platzhirsch, den sich Uwe Dämmrich vorgenommen hatte, standen echte Abwurfstangen zur Verfügung. Am Ende werden diese Tiere zu einer Tiergruppe vereint und im Wildgehege zu sehen sein. Auch die Gelenauer Weihnachtskrippe wird in diesem Jahr wieder Zuwachs bekommen. Die Herausforderung, 2 Kamele zu sägen, nahmen Peter Duos aus Thum und André Löchel aus Bliesen im Saarland an. Das lebensgroße Muttertier konnte nicht aus einem ganzen Klotz gefertigt werden. Vorarbeit war nötig, um am Ende auch das Ziel zu erreichen. Weiterhin wurde für die Weihnachtskrippe ein Hirte benötigt. Dieser soll nach Fertigstellung ein Auge auf die Tiere der Krippe werfen. Das Anfertigen des Hirten übernahm Michael Krüger aus Garnsbach in Thüringen. Eine Tiergruppe für das Wildgehege hatten wir bereits, aber nicht so einen Ruhepunkt in Form einer rustikalen Bank. Die wurde von Frank Hempel aus Langenbernsdorf mit Hirschkopf und Eichhörnchen gefertigt. Was aus Holz alles machbar ist, zeigte Michael Neidhardt aus Zwickau. Mit dieser großen und rustikalen Tischgruppe begeisterte er die Gäste der Veranstaltung. Einige der jüngsten Besucher griffen dabei auch gleich beherzt zur Säge und zeigten vor Spänen und Sägeabfällen keine Scheu. Eine weitere, aber ganz besondere Bank entstand durch Rees Hofmann aus Schlüsselfeld in Bayern. Sie fertigte eine Hochzeitsbank mit Tauben und floralen Mustern an. Auch schmückendes Beiwerk wie ein Herz kommt ebenfalls noch als Zierde hinzu. Mit der 4. Auflage des Kettensäge-Event in Gelenau wurde wieder einmal voll ins Schwarze getroffen. Die Besucher erlebten spektakuläre Kettensägenkunst vom Feinsten. Und wer die fertigen Tiere, Figuren und Bänke noch einmal bestaunen möchte, kann sich auf Spurensuche in und um Gelenau begeben. Auch kleine Andenken konnten die Besucher direkt bei den Teilnehmern erwerben. Eulen, Adler, Bären oder eine Bank warteten hier auf einen neuen Besitzer.
Die Nachrichten am Mittwoch. Die Zahl der Beschwerden über Geruchsbelästigungen im Erzgebirge ist im vergangenen Jahr gesunken. Wie aus einer Antwort des sächsischen Umweltministeriums auf eine Anfrage des CDU-Bundestagsabgeordneten Alexander Kraus hervorgeht, gab es 2017 insgesamt 310 Einzelbeschwerden, 81 weniger als im Vorjahreszeitraum. An nur zwei Tagen gab es mehr als 10 Einzelbeschwerden. 2016 war dies noch an 5 Tagen der Fall. Laut Umweltministerium ist dies das niedrigste Belastungsniveau seit 5 Jahren. Um die Rechenhausbrücke wird weiter gestritten. Seit über einem Jahr kämpft eine Bürgerinitiative gegen den geplanten Abriss des denkmalgeschützten Bauwerks über die Mulde bei Bockau. Im Dezember wurde im Landtag eine Petition mit über 1600 Unterschriften übergeben. Man will den Erhalt der historischen Brücke und deren künftigen touristischen Nutzung als Fuß- und Radweg. Am 24. April machten sich Vertreter des Petitionsausschusses sowie aus betroffenen Ministerien ein Bild vor Ort. Aufregung gab es um die von der Bürgerinitiative über diesen Termin informierten Pressevertreter. Die durften an der Begehung und den Gesprächen nicht teilnehmen. Neben der Brücke, die in der jetzigen Form aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammt, ist der Bau einer neuen Flussüberquerung in vollem Gange. Was wird aus der historischen Brücke? Eine endgültige Entscheidung wird bald fallen. In Schwarzenberg hat der Stadtrat auf Basis der Betriebskostenabrechnung 2015 und 2016 beschlossen, trotz gestiegener Kosten den Beitrag der Eltern für die Kindertagesstätten beizubehalten. Aktuell wird für die 9 Stunden Betreuung in Schwarzenbergs Kinderkrippen oder bei Tagesmuttis ein monatlicher Beitrag von 180 Euro, für den Kindergarten 85 Euro und für 6 Stunden Hortbetreuung 50 Euro fällig. Im Annaberger Rathaus hatten am Montag junge Frauen und Männer am großen Tisch im Repräsentationsraum des Oberbürgermeisters Platz genommen. Sie gehören zu den über 5000 jungen Leuten, die sich in Sachsen im Freiwilligen Ökologischen Jahr, einem Freiwilligen Sozialen Jahr, dem Bundesfreiwilligendienst oder dem Freiwilligendienst aller Generationen engagieren. Anliegen von Oberbürgermeister Rolf Schmidt war es, mit den Jugendlichen über ihren Einsatz und ihre Erfahrungen in den unterschiedlichsten sozialen Einrichtungen der Stadt Annaberg-Buchholz und des Erzgebirgskreises ins Gespräch zu kommen. Die Veranstaltung, zu der auch die Träger der sozialen, ökologischen, kulturellen, denkmalpflegerischen oder anderen gemeinwohlorientierten Einrichtungen und Pressevertreter geladen waren, fanden im Rahmen der Landesaktionswoche Freiwilligendienst in Sachsen statt. Jeder Unfall ist einer zu viel. Unter diesem Motto ruft die IG Bauen Agrar Umwelt in Chemnitz zu einer Gedenkminute für die Opfer von Arbeitsunfällen auf. Am Freitag, dem Vortag des Internationalen Workers Memorial Days, soll um 12 Uhr der Menschen gedacht werden, die im Job tödlich verunglückt oder berufsunfähig geworden sind. Die Schweigeminute erinnert daran, dass nicht nur auf anderen Kontinenten beim Arbeitsschutz einiges im Argen liegt, sondern auch bei uns noch viel zu tun ist, um Beschäftigte besser zu schützen, sagt der IG Bau-Bezirksvorsitzende Andreas Herrmann. So kam es nach Angaben der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft auf Baustellen in Sachsen im Jahr 2017 zu rund 4.800 Arbeitsunfällen. 3 Unfälle endeten tödlich. Der Workers Memorial Day fand erstmals 1984 in Kanada statt. Die Gewerkschaft für Angestellte im öffentlichen Dienst rief damals dazu auf, der am Arbeitsleben verstorbenen Mitarbeiter zu gedenken.
Seit 1989 wird der Gedenktag weltweit begangen. Bei seiner jährlichen Landesdelegiertenversammlung hat der Sächsische Landesverband der Bergmannshütten- und Knappenvereine in Altenberg 6 Bergkameraden geehrt, die sich, wie es heißt, aufopferungsvoll und vieljährig in herausragender Weise um die Bewahrung und Pflege des bergmännischen Erbes verdient gemacht haben. Zu Bergmeistern ernannte der Vereinsvorsitzende Bergmeister Rai Lätsch, Joachim Decker von der Berggrabebrüderschaft Ehrenfriedersdorf, Uwe Haas von der Bergbrüderschaft Bad Schlema, Roberto Sachse von der Knappschaft Kalkwerk Lengefeld, Dr. Günther Schmidt vom Verein Alte Hoffnung Erbstollen in Schönborn-Dreiwerden und Christoph Ullmann von der Knappschaft Breitenbrunn. Zu ihnen tritt mit Harald Striezel vom Männergesangsverein Sachsen-Treue aus Neuwürschnitz ein Bergliedermeister. Der Freistaat Sachsen wird die Vorbereitung und Durchführung der Junioren-Weltmeisterschaften Ski Nordisch in Oberwiesenthal im Jahr 2020 mit bis zu 5 Millionen Euro finanziell unterstützen. Einen entsprechenden Beschluss fasste das Kabinett. Von den Fördermitteln des Landes entfallen 4 Millionen Euro auf reine Investitionen in die Sportstätten und 1 Million Euro auf die Durchführung der Veranstaltung. Daneben werden sich auch der Erzgebirgskreis, der Kurort Oberwiesenthal und der WSC Erzgebirge Oberwiesenthal an der Finanzierung des Gesamtprojektes beteiligen. Insgesamt wollen die drei Beteiligten mindestens 800.000 Euro an Eigenmitteln bzw. Eigenleistungen beisteuern. Zum Eishockey. Mit Robert Horst bleibt den Schönheider Wölfen ein weiterer junger Spieler treu. Der 19-jährige Stürmer ist auch der beste Beweis dafür, dass es jungen Spielern gelingen kann, mit harter Arbeit, jede Menge Training und Disziplin den Sprung aus dem Schönheider Nachwuchs in die erste Mannschaft zu schaffen, heißt es vom Verein. Die größten Zinnkammern Europas in Pöhla sind vom 27. bis 29. April Gastgeber für das 26. Mitteldeutsche Münzsammlertreffen. Dieses wird für die Teilnehmer ein ganz besonderes sein. Denn die Münzsammler der Sächsischen Numismatischen Gesellschaft haben sich als Veranstalter schon an einem Bergwerk getroffen, aber noch nie in einem Bergwerk. So ist das erste Münzsammlertreffen im Bergwerk auch mit vom Erz zur Münze und Medaille überschrieben. Bei einem Pressetermin im Schwarzenberger Rathaus wollte der Vizepräsident der Sächsischen Numismatischen Gesellschaft, Udo Becker, im Beisein von Frank Weißflug, dem Vereinsvorsitzenden des Besucherbergwerkes Zinnkammern Pöhla, und Klaus Sachse von den Freiberger Münzfreunden unbedingt darauf hinweisen, dass das Münzsammlertreffen für die Gastgeberregion mehr ist als ausschließlich Tourismusförderung. Natürlich machen wir Tourismusförderung damit, denn die Veranstaltung zieht sich über 3 Tage und da sind auch 2 Übernachtungen in der Region verbunden. Es kommen jetzt 120 Gäste, 130 Gäste etwa angemeldet, also ich denke, die 200 werden voll werden. Das ist natürlich schon Förderung, aber das steht für uns nicht im Vordergrund. Für uns steht im Vordergrund, dass wir die Kultur wieder beleben, wieder bereichern. Ja, wir haben über Jahre in die Infrastruktur investiert. Man sieht es an den guten Straßen, an den Hotels, die da sind. Jetzt wollen wir sie nutzen und jetzt wollen wir auch unser Hobby erneut pflegen, weil wir haben festgestellt, dass wir in unseren Vereinen viele Mitglieder aus den alten Bundesländern haben, auch aus dem Ausland teilweise. Das sind Leute, die mal von hier dorthin gegangen sind, um dort Arbeit zu finden. Und heute ist es aber so, dass sie auch hier wieder Arbeit finden könnten. Und da muss es aber mehr geben, als nur Arbeit und Geld verdienen können. Da muss auch Kultur da sein, da müssen Freunde da sein. Und diesen Freundeskreis der Numismatiker, der Sammler von Münzen, Medaillen und Geldscheinen, wieder zu stärken. Das ist unsere Aufgabe als Sächsische Numismatische Gesellschaft und als solche unterstützen wir dann auch die Ortsvereine, die es dort gibt und die Einzelmitglieder natürlich. Ja. Zum Schluss wieder 2 Veranstaltungstipps. Die Musikschule Johann Georgenstadt lädt am Donnerstag zum Podium der Jüngsten. Musikalisch geht es dabei ab 16 Uhr im Haus der Hoffnung auf der Schwefelwerkstraße in den Frühling. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.
Zur Eröffnung der Fahrsaison der Erzgebirgischen Aussichtsbahn wird am kommenden Sonnabend und Sonntag in Schwarzenberg ins Depot Bahnhof Nummer 4 des Perla Castrum, ein Schloss voller Geschichte, eingeladen. Von jeweils 11 bis 16 Uhr können Interessierte die Bahnhofsgeschichte und die Sammlung des Museums näher kennenlernen. Jeweils um 13 Uhr nimmt der Reichsbahn-Hauptsekretär die Besucher mit auf eine Reise in die Schwarzenberger Bahnhofsgeschichte. Am Samstag 15 Uhr sowie am Sonntag 11 und 15 Uhr finden Führungen durch den verschlossenen Depotbereich im Obergeschoss des Gebäudes statt. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 4 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Und damit hat unsere heutige Reise durch die Region schon fast ihr Ziel erreicht. Zu Ende gehen soll die Sendung mit einer Zahl, passend zum 25. April. Der 25. April ist nämlich der Tag des Baumes. 28% beträgt in Sachsen der Waldflächenanteil. Diese 28% bedeuten, dass unser Freistaat zu den waldärmeren Bundesländern zählt. Was wäre erst, wenn es unser Erzgebirge nicht gäbe? Die grüne Lunge Sachsens. Und damit Glück auf!